Oh, es ist ja so viel. Als würde im Land, darfst du es nicht verabfahren, Film. Ich hab das jetzt... Und wir müssen tun, als wissen wir so voll über... Ach, egal. Scheiß doch auf die Kacke. Wir stellen hier nichts bei Sick. Dem perfekten Fastfood-Restaurant. Wir haben uns Burger bestellt für Burger-Tester. Aha. Weil wir sind hier natürlich immer noch auf unserem Sick Union Volume 2 oder 3? Ich weiß es gar nicht. 3. 3 ist es schon. Wir haben ganze 90 Euro ausgegeben. Are you serious? Wir haben ungefähr für 5 Familien eingekauft. Wir sehen, der Tisch ist voll. Ja, es war mehr als erwartet. Zwei Burger plus. Wieso haben wir echt Besteck? Okay, wir haben natürlich noch drei. Wir haben bisher auch mal kurz normale Burger genommen und 3 Special Burger. Ich würde sagen, wo wir das bestellt haben. Lieferando. Nämlich bei Deluxe Burger House. Deluxe Burger House. Ja. Und das testen wir jetzt aus, das Deluxe Burger House. Aha. Ha. Naja, auf jeden Fall einmal Bison. Haben wir dort eigentlich Autofokus eingestellt, sonst ist es ja vielleicht. Das sieht gut aus, ja. Bison, ja. Strauß. Und Kangaroo. Genau, und dann sind es noch jeweils andere, etwas normalere. Ich würde sagen, wir sollen wir mit den. Wir fangen mit den Spezialen an. Ja, mit dem. Hier haben wir Bison. Das ist gar nicht so spektakulär wie ich. Okay, da haben wir ja Salat. Ja, sieht ja hauptsächlich einfach nur Bisonfleisch, ansonsten ist es tatsächlich ein relativ. Tatsächlich mehr Brot und. Einfacher Burger an sich, okay. Muss man ja sagen. Hier haben wir Strauß. Strauß, es ist irgendwie Vogel. Aber also man kann schon fast sagen, es ist ein Chicken Burger. Mhm. Aber es sieht nicht danach aus, weil auch Rind dabei ist. Verstehe. Zu 52% oder so, 42%. Okay. Es ist, oh mein Gott. Well, er ist lauwarm. Ja gut, wir haben jetzt auch ein bisschen noch gebraucht. Ja, ja, aber ich würde sagen, let's taste that shit. Okay. Okay. Let's taste it. Put it deep in your... Is in. Vollende den Satz bitte nicht. The taste. Pure Vanilla. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es nicht ansatzweise special schmeckt. Ja. Also es schmeckt jetzt einfach burgermäßig. Das liegt entweder daran, dass sie zu viel Rind mit rein. Also es hat so einen irgendwie so einen Nachgeschmack, der jetzt nicht rindmäßig ist. Aber sonst ist das meiste einfach wirklich Rind. Man hat jetzt nicht wirklich so den Wow. Und für mich ist Bison. Ist für mich eigentlich auch Rind. Ja, so schmeckt es. Es ist halt so ein bisschen. Es ist halt besonderes Rind mit Rind. Das ist, als ob du einen Elefanten isst und dazu noch irgendwie Mammut vermengst. Ich glaube, das tut sie nicht viel. Und man muss ja auch sagen, das hier sind so kleine Selfmade-Brötchen. Ja. Oh nein. Die Soße finde ich dafür gut, muss ich sagen. Hier diese. Okay. Ich habe mal einen von diesen Veggies oder von den Pommes probiert. Das sind echte Kartoffeln. Also. Nee, schmeckt gut. Das ist schon wenn das warm zufällig ist. Irgendwie Zucchini oder so. Es könnte ja auch irgendwie so eine Kacke sein. Mhm.
Aber. Abgesehen von dieser Tatsache ist das ein guter Burger. Mhm. Es ist ein guter Burger. Zweifelsohne. Das ist ein leckerer Burger. Ja. Alright. Nicht so viel von dieser Soße und so, die ist jetzt extrem irgendwie kaputt macht. Auch nicht so viel Salat. Man schmeckt das Beef Rib, also das fliegende, die fliegende Kuh. Schmeckt man schon ganz gut raus. Alles gut. Ja, das ist so mein Fazit. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht enttäuscht. Hat jetzt mehr Special Geschmack erwartet, aber auch gleichzeitig davor Angst gehabt. Aufgrund der Tatsache, weil mehr Special Geschmack natürlich auch bedeuten kann, dass es einfach nur scheiße schmeckt. Insofern ist er ja überraschend und befriedigend normal. Okay. Befriedigend normal. Gut, dann ich habe mal Känguru testen wollen. Okay. Wir haben jetzt hier Känguru, crazy shit. So. Erstmal nichts Besonderes zu sehen. Ich würde vielleicht vorher mal dran schnüffeln. Also, um es kurz vorab zu sagen, ich habe Känguru schon mal gegessen. Es ist jetzt kein krasser Geschmack, aber man schmeckt schon, dass es was anderes ist. Also, man muss jetzt sagen, ob das wirklich anders schmeckt als Rind oder nicht. Okay, should I take the first? Take von der anderen Seite das. Richtig viel, da schmeckst, schmeckst du das Beef. Okay. Oh, ich bin erstaunt. Hast schon Hunger, gell? Es ist leicht anders, aber irgendwie schmeckt man doch halt, dass halt nur zu 50% die andere Sorte ist. Ne? Ist halt nicht voll Känguru. Ich denke, das hat viel mit... Kostet, das ist wahrscheinlich, was viel kostet. Oh, das ist gut. Ja. Nice. Ich glaube, das hat viel mit Kosten zu tun. So, ja. So. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht von dem Brötchen. Aber. Ja. Ein normales Brötchen halt. Ja, aber es ist halt nicht selbst. Das wäre halt besser. Ja, besser wäre das alles. Ja. Aber sonst ist es jetzt wirklich auch nur befriedigend normal. Ja, but I guess it's good, yes. Dann haben wir hier noch eine Mischung aus Pommes oder Wedges. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Problem? Geblattene Lies. Hier ist Frühlingsladen sind. Noch mehr. Ich nenne es einfach mal Chips oder French Fries. Und hier haben wir. French Fries, man. Oh mein Gott. Okay. Oh man. French hier? Fries, Motherfucker. Noch mehr French Fries. Oh, da wart ihr ja sehr kreativ, was die Beilagen angeht. Ja, Mann. Wir haben uns extra die Fashion-Beilagen hier ausgesucht. Ja, oh, ausgesucht. French. Der hier war deine Idee, oder? Right. What is this? This is, ich weiß den genauen Namen nicht, aber drauf ist Beef. Und Bacon. Bacon, Jalapenos angeblich, die habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ja. Und Hit des Tages, ein Spiegelei. Oh. Ein ganzes Ei. Zeig mal das Spiegelei, das will ich jetzt schon sehen. Ja, guck das raus. Okay, ja. Ich sehe es. Da ist Barbecue-Soße drauf. Sehr gut. Sehr rauchige, schöne Barbecue-Soße. Finde ich schön. Ich glaube, das ist die von... Moment. Aldi. Bisher schmecke ich... den, so einen typischen Barbecue-Burger, wie man den von so manch einem Lokal kennt. Ich bin wahrscheinlich auch noch nicht beim Ei. Und ich weiß echt nicht, wo die Jalapenos sind, aber da ist eine in der Mitte. Oder vielleicht ist das auch eine Gurke, ich weiß es nicht. Ja, aber so war der erste Taste schon mal gut. Okay. Machst du das ja einfach nur süß? Genau wie Soße, ne? Bei meinem, ja. Genau wie bei meinem Special-Burger. Bin ich auch hier eher konservativ gegangen und habe mir einfach einen Bacon Burger bestellt. Ein Burger und mit Cheese, oder? Bacon und Cheese, ja, das ist auch so Cheese, ja, so. Das fließt da so rum. Und Cheese, oder?
Und ich, ja. Ja. Wer hat den jetzt her? Hm. Hm. Und dieser Blick mit der Augen. Oder? Scheiße, ich glaube, du schaust echt zu viel H3. Du nimmst das so ein bisschen in den Auf. So. Das schmeckt nach Bacon. Oh! Und nach Burger. Hm. Aber schmeckt er denn gut? Oder ist er normal befriedigend? Ja, Bacon tatsächlich mehr so wie ich persönlich mag. Nicht, also weniger crunchy, sondern mehr so ein bisschen gummig. Mögen viele Leute nicht, ich finde das eigentlich ganz cool. Bisschen trocken finde ich ihn jetzt hier gerade im Moment, wo ich hier seitlich reinbeiß, aber da ist auch nicht die Soße ganz durchgedrungen, muss man sagen. Die haben sie eben ein bisschen gespart gefühlt, also, na, aber tut schon. Tut schon. Okay. Mhm. So, Silas. Yes. Tell us about your burger. What did you get? Also als normalen oder normalen anderen Burger habe ich mir einen sogenannten Bauernburger geholt. Man siehe Beweisstück A. Ja, man. Voll der Landwirt, ja. Der Landwirt. Wer nichts wird, wird werden. Ja, das ist ja betrifflich. Und da sind irgendwie so Onion Rings drauf, was ich eigentlich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, was. Das könnten auch so Kartoffelringe sein. Die sind nämlich ziemlich dick. Ich glaube, das sind wirklich Onion Rings. Oder das ist wirklich ein anderes. Was sollte da drauf sein? Was sollte da ursprünglich überhaupt drauf sein? Was sollte da drauf sein? I forgot. Nice! Also kannst du dich ja nicht beschweren, dass es der falsche ist. Nee, ich kann jetzt gleich nochmal nachgucken, nur um mich dann zu beschweren. Oh, oh. I don't care, it looks quite nice. Okay. In der Tat, ja. Ich muss erstmal ein bisschen streicheln hier. Ja, okay. Und dann? I will take it. Und dann? Oh, wey, was ist das? Dresche. Dresche. Ich französisch dresche. Okay. I will try it now. Definitiv Zwiebelringe. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen, weil hier war bisher nur Zwiebelring und Brot. Zwiebelringe und Brot. Mm. Aber es ist ein guter Zwiebelring. Pluspunkt. Es ist gut. Gut. Ja, tastes like beef and Zwiebelringe and a nice sauce with some tomatoes and shit. Tastes like Zwiebelringe and Soße. Aber trotzdem immer noch. Mein Problem ist immer noch die Brötchen, weil die sind so langweilig. Ja. Aber sonst ist gut. Käse ist auch schön geschmolzen. Hm. Can take it. Yeah, you want to look inside now? Oh ja. Oh. Den Kameramann zu fragen, ob er in Zeit looken will, ist schon auf vielen Ebenen nicht ganz richtig. Ja. Das ist. Das ist Amigo 2.0. Gewürzte Mayo. Pfeift sich ihre Aioli einfach mit dem Finger an. Ist gut. Das Rätsel um die verschwundenen Jalapenos ist gelöst. Sie sind unter dem Patty. Oh, ich sehe sie. Daher die Schärfe. Ja. Gut gelöst. Danke an Deluxe. Menschen. Stimmt. After all, ich muss sagen, es waren jetzt bei weitem nicht die besten Burger oder so, die ich je gegessen habe. But it was still good. Der Preis, ja, ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir so viele Beilagen haben, insgesamt vielleicht noch okay. Aber ja doch, es ist schon okay. Nicht optimal, ich aber... Ich will mich beschweren. Ich bin nur ziemlich voll. Das ist ja auch immer gut. Mhm. Ja, das habe ich ja bereits erläutert. Okay. Ja, bezüglich voll sein. Ich bin mit dem Komplettergebnis sehr zufrieden. Ja, wir müssen wärmer erzeugen können insgesamt. Das war unsere Schuld. Teilweise, ja. Ich denke, zu großen Teilen, ja.
Ich fand, das waren... Das waren... da ist noch eine... Nee, die ist schon... Ja, die werde ich gleich noch machen. Es waren alles in allem gute Burger, wie ich finde. Ich bin gesättigt. Ja. Mir hat gefallen, was ich gegessen habe. Mit dem Preis, eigentlich ist das so ein normaler Burger-Ladenpreis. Ja, genau, wir wussten ja nicht, dass noch Pommes bei jedem Burger dabei. Erstmal sind da immer Pommes dabei. Die Burger waren keineswegs klein. Mhm. Die waren richtige Burger-Ladengröße. Hat das schon war ein Burger. Burger. Und gut, die Special-Burger waren gar nicht so special, wie man gedacht hat. Aber ich muss vor allem sagen, den ich da hatte mit dem Ei und so, das war schon geil. Also das war schon geil. Gute Idee gehabt mit dem Ei. Obwohl, das gibt es ja jetzt auch schon öfter. Ja. Die Schärfe kam durch die Jalapenos da richtig gut durch. Was für mich ziemlich geil ist, weil ich scharf mag. Ja, und wie gesagt, man hat uns mit scheiß Fries vollgebombt. Mhm. Kann man sich ja nicht beschweren. Und wenn sich einer beschwert, er wäre zu voll, nachdem er was bestellt hat, ja, dann geht es nicht gut. Und wir werden uns auch nicht beschweren, wenn ihr in München seid und ihr findet wunderlicherweise keinen anderen Burgerladen. Was schwierig ist. Wo ihr denkt, okay, der könnte vielleicht besser sein. Geht da hin, ihr kriegt ein gutes Essen. Ihr kriegt auf jeden Fall ein gutes Essen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es vor Ort aussieht. Genau, die Location gut. Aber da sind die Burger wahrscheinlich warm. Wenn ihr vielleicht vor allem bestellen so wollt, weil ihr irgendwelche Burger am Start habt, dann ist das auf jeden Fall gut. Die kommen hier hin, bringen das alles her. Maulen, was halt immer so ist. Ja. Nee, das ist voll das neue Feature. Ah, oh, okay. Und die lachen dich nicht aus, weil du hässlich bist. Hm, haben sie bei Arbeit anscheinend auch nicht gemacht. Oder willst du uns noch was sagen, Abi? Er musste wahrscheinlich nur lachen, weil so, oh, das ist so viel. Fuck. Und ich unterschreibe das jetzt so ungefähr. Wie hat er denn geschaut? Hat er irgendwie. So richtig sind sie allein. Ja, sieht man das nicht an meiner Figur? Nee, er hat erstmal gebrochen im Deutsch klargestellt, dass es sehr viel ist. Und das ist viel, blöd. Ja, uiuiui, Opa. Dann würden wir es damit beenden, konkludieren. Oh, shit. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht irgendwann mal wieder die Burger-Teste. Mhm. Irgendeinem Zusammenhang. Wahrscheinlich mit Burgern. Ja, aber ob wir jetzt irgendwo hingehen oder nicht, stellen oder nicht, oder selber Burger machen oder so. Schauen wir mal. Gut, haut rein. Ja. Oh Gott. Oh. Ich weiß, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein.